Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Wochenspruch heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer Andacht am Sonntag Kantate. Kantate, das heißt singt. Wo Gottes Name besungen wird, ist er gegenwärtig. Ob wir gemeinsam singen oder einfach für uns allein, ob wir leise mitbrummen oder text- und melodiesicher den Gesang tragen, Gott ist da. Wenn wir ihm danken für ein Wunder, das wir erlebt haben, wenn wir ihm unsere Not klagen oder unsere Freude an ihm Ausdruck geben, Gott ist da. So lasst uns singen in österlicher Freude zum Lobe Gottes. Du, meine Seele, singe im Gesangbuch Lied Nummer 302. Liebe Gemeinde, du, meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Paul Gerhardt hat dieses Lied auf der Grundlage des 146. Psalms geschrieben. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Bei Paul Gerhardt wird daraus, ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werd. Und irgendwie ist das für ihn auch die Überschrift für das ganze Lied. Für Paul Gerhardt war das Gotteslob offenbar wichtig. Auch andere Lieder von ihm zeugen davon. Fröhlich soll mein Herze springen, auf mein Herz mit Freuden. Ich singe dir mit Herz und Mund, geh aus mein Herz und suche Freud.
Und doch gehört er nicht zu einer Generation, die alles happy, alles easy betrachtete. Dazu hat er im Leben zu viel an dem erlebt, was einem eigentlich das Loblied im Halse stecken bleiben lassen könnte. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde er 1607 als Gastwirtssohn in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt geboren. Seine Eltern sind sehr früh kurz hintereinander gestorben. Mit 14 war er waise, wurde in ein Internat mit klösterlicher Disziplin gesteckt. Einerseits eine harte Schule, die sein älterer Bruder Christian nicht durchgehalten hat und vorzeitig abbrach. Auf der anderen Seite war es vielleicht doch auch ein besonderer Glücksfall, dem er seinem Großvater mütterlicherseits zu verdanken. Er beginnt ein Theologiestudium, aber erhält danach keine Pfarrstelle. Zu viele Gemeinden sind durch die Kriegswirren verarmt und können sich keinen Pfarrer leisten. So schlägt er sich viele Jahre als Hauslehrer durch, zunächst in Wittenberg, später in Berlin. Langsam entstehen seine ersten Lieder. In dieser Zeit kommt er einmal in die Heimat zurück, nach Gräfenhainichen. Die Schweden haben den Ort zerstört. Alles liegt in Trümmern. Kirche, Schule, Schloss, die Wohnhäuser, die elterliche Wirtschaft. Zur selben Zeit stirbt sein Bruder Christian an der Pest. 44-jährig tritt Paul Gerhard seine erste Pfarrstelle in Mittenwalde an. In dieser Zeit entsteht auch das Lied »Du meine Seele singe«. Er heiratet Anna Maria Berthold. Wenig später wurde ihnen Maria Elisabeth, das erste Kind, geboren. Sie lebte aber nur ein Dreivierteljahr. Auch von den 4 weiteren Kindern sterben 3 im Babyalter. Die Ehe dauert 13 Jahre, dann starb auch seine Frau. In dieser Zeit ist Paul Gerhard in einer Krise. Er war inzwischen nach Berlin an die Nikolaikirche gewechselt, aber dort gerät er mit dem Kurfürsten aneinander. Sie streiten über theologische Fragen. Letztlich muss er aufgrund seiner Kompromisslosigkeit die Stelle in Berlin aufgeben. Die letzten 7 Jahre seines Lebens verbringt er in Lübben, einem Städtchen im Spreewald. Das ist keine Bilderbuchkarriere. Da hört man viel Schweres heraus, vieles, das nicht so geworden ist, wie man es sich wünschen würde, manches, was viel zu früh zu Ende ging. Trotz alledem ist für Paul Gerhard das Lob Gottes immer wichtig gewesen. In allem Schweren entdeckte er dennoch hier und da die Fürsorge Gottes, und dafür dankt er ihm. Er lobt Gott von ganzem Herzen. Aber er verleugnet die Wolken am Himmel auch nicht. Liebe Gemeinde, in meiner Fantasie, ich weiß ja nicht, ob es wirklich so war, sehe ich Paul Gerhard an der Küste der Ostsee entlang laufen. Er hat für einige Tage alles stehen und liegen lassen, ist geflüchtet aus Berlin. Ihm ist alles über den Kopf gewachsen, er musste mal raus. Der Streit mit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm hat ihm mürbe gemacht. Er weiß, als einfacher Pfarrer sitzt er am kürzeren Hebel. Der Tod seiner Frau vor einem Jahr geht ihm noch immer nach. Jeden Tag muss er an Anna Maria denken. Warum musste sie so früh sterben? Und jetzt hätte er sie gerade gebraucht. Es ist stürmisch. Es nieselt leicht. Paul kommt an eine Stelle der Küste, wo eine schroffe Felswand steil ins Meer abfällt. Mit lautem Tosen brechen sich die Wellen am Felsen. Immer wieder laufen sie auf die Felswand zu, türmen sich hoch auf und donnern gegen den zerklüfteten Felsen. Das, was da passiert, kann er sogar riechen. Das salzige Meerwasser spürt er in der Nase. Ja, so fühlt er sich jetzt, wie das Meer, innerlich aufgewühlt,
zerrissen, verzweifelt, ohne wirklich weiter zu wissen. Zugleich aber ist er fasziniert von diesen Naturgewalten, Felsen, Wasser, Luft, die hier aufeinandertreffen. Wie groß muss doch dieser Gott sein, der diese Natur geschaffen hat? Welche Macht muss dieser Gott haben, der in Jesus Christus den Sturm auf dem See Genezareth gestillt hat? Paul, du bist doch auch in Gottes Hand. Das ruft er in diesem Moment sich selber zu. Warum sollte Gott nicht auch die Stürme deines Lebens stillen? Du kennst ihn doch aus dem Psalm 146. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können doch nicht helfen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Rechtschafft denen, die Gewalt leiden. Er steht noch länger dort am Wasser. Er ringt mit sich selbst, er ringt auch mit Gott. Und er kehrt zurück nach Berlin, mit einer Gewissheit. Nicht mit der Gewissheit, sich gegen den Kurfürsten durchsetzen zu können. Nicht mit der Gewissheit, über den Tod seiner Frau einfach so hinwegzukommen. Aber mit der Gewissheit, dass Gott in allem, was kommt, ihn nie verlassen wird. Singen wir die Strophen 4 bis 6. Liebe Gemeinde, die Zeilen, die wir gerade gesungen haben, sind schon sehr gewagt. Sie haben Paul Gerhard ja gerade ein bisschen kennengelernt. Er ist kein geistlicher Supermann. Keiner, der siegreich durchs Leben geht und die Karriereleiter nur so hinauffällt. Er ist jemand, der viel einstecken musste, oft auch verzweifelt war. Aber diese drei Verse zeigen, Paul Gerhard schöpft ohne Abstriche aus der Fülle der biblischen Hoffnung. Was die Bibel als Gottes Willen für unser Leben kundtut, setzt er hier eins zu eins um. Gott, der vom Tod errettet, Blinde sehend macht, Niedergeschlagene aufrichtet und Hungernde sättigt.
Trotz aller Enttäuschungen bleibt Paul Gerhardt dabei und erwartet sich von Gott Großes. Er gibt sich nicht zufrieden mit einem bisschen Trost, einem Löffelchen voll Hoffnung. Das gehört für mich zum Glauben. Gott kann Lebenssituationen verändern, Wunder tun. Darauf dürfen wir hoffen. Die Bibel steckt voller Geschichten, die davon Zeugnis geben, von dem Gott, der Menschen heilt und aus Bedrängnis errettet. Wir dürfen uns von Gott alles erwarten. Wir wissen aber auch, Gott lässt auch das Leiden zu. Wir wissen nicht warum, aber es ist uns täglich vor Augen. Und da ist es gut, wenn wir uns auch im Leiden nicht von Gott verlassen wissen. Es gibt nicht nur die großen Scheine der Wunder, sondern auch das Kleingeld der Gegenwart Gottes. In diesem Lied ist eine Zeile, die das ganz anrührend sagt. Gott macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl. Für mich als Kind der Wohlstandsgesellschaft ein bisschen ein fremder Satz. Jene unter Ihnen, die die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt haben oder in Entwicklungsländern mal etwas genauer hingeschaut haben, Sie können Paul Gerhardt wohl ganz gut verstehen. Gott ist uns oft auch in den Kleinigkeiten nahe. So ist er, Gott, die Hütte für den Obdachlosen und der Versorger der Witwen. Auch wenn der Obdachlose weiterhin unstet nach einem Unterschlupf sucht, und die Witwe alleine dasteht. Allein die Gegenwart Gottes, die Hoffnung, die er ausstrahlt, kann mir in einer schwierigen Lebenssituation weiterhelfen. Manche Dinge verändern sich, obwohl man nach außen keine Veränderung wahrnehmen kann. Dietrich Bonhoeffer wusste das zu schätzen. Als er vor 75 Jahren im SS-Gefängnis saß, schrieb er: Es ist gut, Paul Gerhardt-Lieder zu lesen und auswendig zu lernen, wie ich es jetzt tue. In den ersten 12 Tagen, in denen ich hier als Schwerverbrecher abgesondert und behandelt wurde, hat sich Paul Gerhardt in ungeahnter Weise bewährt. Da freut man sich ganz einfach an den Losungen des Tages und man kehrt zu den schönen Paul Gerhardt-Liedern zurück und ist froh über diesen Besitz. Dietrich Bonhoeffer wurde von den Nazis ermordet. Vielleicht haben ihm die Lieder Paul Gerhardts auch im Angesicht des Todes Hoffnungen gemacht. In der letzten Strophe unseres Liedes heißt es: Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Wohin gehöre ich denn? Wohin läuft mein Leben? Dieses Lied erinnert uns daran. Ins Zelt Gottes führt uns unser Weg. Und das ist nicht nur eine Endstation, wo halt Schluss ist, sondern es ist ein Ziel, das es zu erreichen gilt. Und weil es ihm um das Ziel geht, ist das Wie des Weges für ihn nicht so grundlegend wichtig. Da merke ich, wie seine Lebenssituation Paul Gerhardts Blickwinkel auf das Leben geprägt hat. Nämlich darauf zu achten, was wirklich Bestand hat. So wie es auch Psalm 146 andeutet. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Amen. Wir singen die Verse 7 und 8. Lasst uns miteinander beten. Gott, du großer Musikliebhaber, wie gerne würde ich dir mein Lied singen, meine unverwechselbare Lebensmelodie. Doch immer wieder lasse ich mich verführen, die Lieder zu singen, die andere mir vorgeben. Ich traue mich oft nicht, meine Stimme ertönen zu lassen. Gott, ich möchte dir singen mit meiner Stimme, in Dur und in Moll, laut und leise, sanft und kraftvoll. Ich bitte dich, lass mich doch deine Stimme hören und singe du mit mir, dann erkenne ich mich. Gott, schenke mir Augenblicke des Einklangs mit mir, mit dir und der Welt um mich herum. Solche Augenblicke tragen mich durch die schweren Zeiten. Lass mich ein Klangkörper deiner Liebe sein. Lass deine Stimme durch mich hindurchtönen, dass sie durch mich in der Welt hörbar wird. Ich bitte dich für die, denen ihr Lied im Halse stecken bleibt, und für die, die mundtot gemacht wurden. Für die, die ihre Melodie noch nicht gefunden haben, und für die, deren zarte Stimme in unserer lauten Welt kein Gehör findet. Ich bitte dich für die, die vergeblich auf Liebe warten. Ich bitte dich für deine geschundene Erde, für die Pflanzen und Tiere, deren Lebensräume in Gefahr sind. Ich bitte dich für alle, die ihre Stimme erheben, für eine gerechte und friedliche Welt und sich dafür einsetzen, dass unsere Erde ein Zuhause bleibt für die nachkommenden Generationen. Gott, schenke mir und uns Augenblicke des Einklangs mit mir, mit dir und der Welt um mich herum. Und mit den Worten Jesu bitten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ja, Anja, nun verabschieden wir dich. Für dich endet jetzt eine wichtige Zeit und für uns als Gemeinde leider auch. Und das in zweierlei Hinsicht. Erstens mal, weil wir die Erfahrung machen konnten, wie bereichernd und toll es ist, eine Vikarin zu haben. Und zum anderen, dass du es warst, die gekommen ist. Wir möchten uns bedanken bei dir für dein Engagement hier in dieser Gemeinde, für die neuen Ideen, die du reingebracht hast. Und wir möchten dir auch danken, dass du mit deinem ansteckenden Lächeln nicht gespart hast. Und deshalb möchten wir uns in zweierlei Weise bei dir bedanken. Du sollst uns ja in Erinnerung bleiben. Und da haben wir uns gedacht, dass wir dir zweierlei Dinge schenken. Ja? Einmal einen Essensgutschein fürs Heimatlon, so dass du wieder mal hier in unsere Gegend kommst. Ja? Und das andere ist ein Kochbuch aus dem Heimatlon. Wunderbar. Ganz ja, herzlichen Dank. Dann wünschen wir dir Gottes Segen fürs Weitere. Dankeschön. Und hoffen, dass wir uns zur Ordination dann wiedersehen können. Ja, hoffentlich. Ja. Da sind auch alle ganz herzlich eingeladen. Danke, danke. Dankeschön. Wir hoffen auch, dass du uns in guter Erinnerung behältst und wir werden dich in Erinnerung behalten und deinen Weg weiter verfolgen und wünschen dir alles Gute. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und jetzt gibt es einen Steinbacher Blumenwurf. Und alle hopp. Dankeschön. Ja, wunderbar. Empfangt den Segen des Herrn. Geht hin in die kommende Zeit im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.